Hallo Mathieu, schön, dass ich mit dir hier sein darf in der Türmerstube. Du bist ja hier die Türmerin von Münster. Jetzt hatte ich mich gefragt, als Kind wollte ich eigentlich eher Polizist werden oder Feuerwehrmann oder Astronaut. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Türmer werden zu wollen. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn Türmerin geworden? Als Kind wollte ich auch noch nicht Türmerin werden, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Ich wollte Lehrerin werden. Ich habe Geschichte studiert und Musikwissenschaft. Diese Kombination prädestiniert einen geradezu für den Türmerberuf. Ich finde das sehr, sehr spannend, das Brauchtum zu pflegen, die Traditionsbewusstsein hier mitzuarbeiten an dieser Stadt, mitzugestalten alles. Ich mit meinem ganzen persönlichen Dasein und mit meiner Euphorie und meiner Liebe zu dieser Stadt in die Waagschale geworfen. Und deswegen bin ich dann erst spät nach dem Studium, nach allem, was ich sonst so ausprobiert habe, dazu gekommen. Aber nun bin ich hier, wo ich hingehöre. Du bist ja schon eine ganze Weile hier oben auf dem Turm. Da hast du sicherlich auch ein paar Highlights erlebt oder ein paar Lowlights. Was gibt es denn so Besonderes, was dir so in Erinnerung geblieben ist in deiner bisherigen Zeit als Türmerin? Das meiste, was ich hier erlebe, ist wirklich tatsächlich sehr schön. Die Sonnenuntergänge und alles drumherum, was in dieser Stadt eben so zu sehen ist. Die Stadt verändert sich ja jeden Tag. Aber es gibt eine Episode, die ist sehr, sehr schlimm und auch nachhaltig hat sie mich geprägt. Letztes Jahr, 2014, hatten wir ein ganz, ganz schlimmes Unwetter hier. Das Gewitter hat sich immer wieder entladen über der Stadt. Es war ein Sausen und Brausen und ich war natürlich pflichtbewusst, wie ein Türmer nun mal ist, hier oben und der Blitz hat eingeschlagen. Der Turm hat gewackelt, die Scheiben sind zu Bruch gegangen, das Wasser ist reingeströmt. Ich hatte Angst um mein Leben. Also das war wirklich sehr nachhaltig. Mich selbst in Gefahr bringen, davon hat ja keiner was. Ich will den Job ja 100 Jahre machen und länger und deswegen achten wir jetzt auf die Sicherheit. Noch verstärkter als vorher. Jetzt hat ja leider nicht jeder, so wie ich, die Chance, hier hochzukommen auf den Turm, in die Türmerstube. Wie ist es denn als Münstergast oder als Münsterbesucher? Wie komme ich denn in den Kontakt mit dir? Wie habe ich die Chance, dich zu erleben? Besteht einmal die Möglichkeit, auf den Wochenmarkt zu gehen, da bin ich auch ganz gerne und dann mich einfach ansprechen. Oder aber viel besser ist es noch, das Internet zu nutzen. Wir sind ja heute alle virtuell vernetzt. Also es ist immer möglich, mit mir in Kontakt zu treten. Ich teile sehr gerne meine Begeisterung für dieses Amt und für diese Stadt. Ja, wunderbar. Gehst du Vielen hin, wenn es Dank. nicht meins, ne?